Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute ein digitales Unboxing über die Apex Legends Octane Edition. Ihr kennt vielleicht noch das Unboxing über einmal die Bloodhound Version und einmal die Lifeline Edition. Wer die noch nicht gesehen hat, verlinke ich einmal am Ende des Videos und von mir aus gerne hier oben nochmal. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut da nachträglich rein, würde ich mich sehr drüber freuen. Bevor ich euch gleich die Inhalte genauer zeige, ich habe noch ein Leak, ein Bild über das kommende Erbstück von Octane. Und zwar scheint das ein Butterfly-Messer zu sein. Zeige ich euch ganz am Ende des Videos. Jetzt soll es ein kleines Unboxing geben. Moment, ich gehe mal auf die Live-Variante. Und zwar seht ihr hier schon mal, das könnt ihr vorab, wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr euch das so anschauen. Ihr habt wieder 1000 Apex-Coins, ihr habt einen Charge-Rifle-Skin, den Octane-Skin. Ist natürlich klar, der sieht wirklich, es ist mittlerweile mit einer meiner Favoriten, seitdem ich den Skin gesehen habe, sieht ein bisschen Power Ranger mäßig aus. Dann habt ihr die Spinne als Waffenanhänger und ganz rechts ein Badget, so ein Spinnen-Badget mit dem Octane-Skin. geschrieben wird im Internet über diese Version, sie soll in naher Zukunft auch als, ich sage mal, Kaufversion bei Amazon oder bei Mediamarkt zu kaufen sein. Ich wollte jetzt aber nicht so lange warten, bis ich das so in der Hand halte, dass ich ein, ich sage mal, ein herkömmliches Unboxing draus machen kann. Deswegen ist das jetzt ein digitales. Es steht auch noch nicht fest, wann das als feste Variante mit Hülle sozusagen zu kaufen ist. Deswegen habe ich jetzt einfach mich dafür entschieden, das digital zu machen. Am 18. Februar ist diese Version rausgekommen. Das ist jetzt ein Unboxing für die PlayStation 4. Ich zeige euch jetzt mal anhand des Stores, wie ihr das kaufen könnt, ist relativ simpel und ich rate euch natürlich vorab, bevor ich euch jetzt die ganzen Skins und dann das Erbstück für Octane zeige, was man beachten sollte. Vorab das Spiel nicht starten und dann in den Store gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht und viele andere haben mir das auch bestätigt, wenn ihr so eine Version jetzt zum Beispiel als Code eingegeben habt und nebenbei lief aber das Spiel, dann musstet ihr das Spiel erst neu starten, damit die Skins angezeigt werden. Viele hatten dann Angst, dass das nicht richtig funktioniert und hätten eigentlich nur das Spiel vorher aushaben müssen. Ihr geht jetzt für die PlayStation-Variante, Xbox und PC wird groß nicht anders sein, geht ihr jetzt hier in den Store. Zumindest für Xbox gibt es da auch einen Store, bei PC weiß ich es nicht. Und ihr geht hier oben auf die Suche und gebt einfach nur Apex ein. Mehr braucht ihr schon gar nicht eingeben. Und dann wird auf der rechten Seite das schon in der Suche vervollständigt, zumindest bei mir. Und dann seht ihr hier schon die Octane-Variante. Ihr seht es auch hier veröffentlicht am 18.02. Dann könnt ihr da drauf gehen und bevor ihr euch nicht 100% sicher seid, ob ihr das wirklich wollt, könnt ihr hier nochmal sehen, was der Inhalt ist. Ihr seht es hier an den Punkten aufgelistet. Octane-Skin, Elektrogewehr, Waffentalisman, Plakette und die 1000 Apex-Coins. Wenn ihr das dann... Hier steht er normalerweise runterladen. Ich habe das schon gemacht. Wenn das runtergeladen ist, geht das relativ fix. Dann startet ihr das Spiel. Habe ich jetzt schon gemacht. Und dann zeige ich euch jetzt mal die Skins. Wie es der Vorführeffekt so will, jetzt habe ich gerade noch klug geschissen. Ich habe jetzt selber das Spiel schon am Laufen gehabt, als ich das runtergeladen habe. Und die Skins waren nicht drin. Ich habe es jetzt für mich selber nochmal bestätigt. Falls ihr das Spiel vorher schon gestartet habt, startet es nochmal neu. Also komplett beenden, neu starten. Und dann habt ihr auch die Skins. Hier ist der Octane-Skin. Ich finde den ultra, ultra geil. Und den mache ich auch gleich mal als Favorit hier mit rein, damit er in meiner Favoritenliste drin ist. Moment, das müssen wir aktivieren. Stopp, das aktivieren, das aktivieren, das aktivieren. Den Jade-Tiger zum Beispiel finde ich mega hässlich. Wo ist er jetzt? Also, wir haben hier den Skin. Der sieht also wirklich so ein bisschen Power Ranger-mäßig aus. Der ist ultra, ultra geil. Das Einzige, was ein bisschen crazy aussieht, ist direkt neben der Maske diese zwei ausladenden Dinger da in seinem Gesicht. Das ist vielleicht das Einzige, was mir nicht ganz so gefällt. Ansonsten ist das bis jetzt eigentlich der geilsten Skins, die es im gesamten Spiel gibt. Schauen wir uns jetzt mal den Charge Rifle Skin an. Moment, wo sind die Sniper Rifles? Da ist die Charge Rifle. Arachnoid nennt sich dieser Skin. Absolut geil. Den werden wir gleich mal fest hier reinmachen. Auch dieser Skin sieht richtig geil aus. Ich werde gleich mal in die Firing Range gehen und die Charge Rifle in die Hand nehmen, damit wir den Skin mal in live sehen. Das wirkt immer ein bisschen besser. Die 1000 Apex Coins sind klar. Die könnt ihr so hier oben sehen. Vorher war ich bei 1200. Dann zeige ich euch mal noch den Schlüsselanhänger. Moment, Charms. Wo hammern? Was ist denn das? Knockout? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, hier ist er. Violet Widow.
Also eine lila Spinne oder eine violette Spinne. Richtig geil. Sieht auch total geil aus. Das Badget spare ich mir jetzt einfach mal, weil, obwohl, scheiß drauf. Wenn, dann machen wir es komplett. Gehen wir mal auf die Legende. Gehen auf die Banner-Badgets. Und dann haben wir irgendwo hier ganz unten ist der Badget. Den machen wir mal für den hier rein. Und damit haben wir inhaltlich auf jeden Fall erstmal alles gesehen, was zu dieser Edition vorhanden ist. Jetzt gehe ich noch eben fix in die Firing Range. So, hier haben wir die Charge Rifle. Der Skin sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Was ich vielleicht noch ein bisschen cooler gefunden hätte, wenn sie vielleicht so ein bisschen reaktiv ist, was jetzt aber nicht weiter wild ist. Ich aktiviere jetzt mal eben noch den Third-Person-Modus. Dann schauen wir uns den Octane nochmal mit dem Skin so ein bisschen von hinten an und danach zeige ich euch das Erbstück. So, ich habe hier mal eben den Third-Person-Modus aktiviert. Oh Gott, der Skin sieht ja von hinten mal sowas von richtig geil aus. Also ich finde, bei so einem Skin würde es sich echt lohnen, wenn der Third-Person-Modus, wie wir ihn vor kurzem in dem Grand Soiree-Event hatten, würde ich cool finden, wenn das nochmal kommt. Und je nach Sonneneinstrahlung, ihr seht es hier, wenn die Sonne direkt auf seinen Rücken ballert, wirkt das weiß. Und wenn ihr so ein bisschen im Schatten seid, dann leuchtet der ganze Rücken relativ lila, rosa, pink, wie auch immer. Sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Man könnte glatt denken, dass er hier ein Bodyshield anhat, so ein bisschen. Das wäre vielleicht ganz geil, wenn das irgendwann vielleicht mal ins Spiel kommt, dass man anhand der leuchtenden Farben an der Rüstung sieht, was er für eine Rüstung anhat. Würde ich sehr, sehr geil finden. Jetzt blende ich euch mal noch eben das Erbstück ein. Und zwar ist das dieses Bild hier. Das ist ein Butterfly, geleakt von iLoot Games, ein Dataminer, der immer so ein bisschen Apex News bringt. Hier möchte ich natürlich auch wieder betonen, Leaks sind wie immer mit Vorsicht zu genießen. Das meiste kommt aber so. Wie gesagt, das ist ein Butterfly, was ich mir wirklich vorstellen könnte, dass es tatsächlich für den Octane kommt. Ich gehe davon aus, dass das schon in naher Zukunft sein wird. Vielleicht schon in den nächsten ein, zwei Events. Was für ein Event am nächsten ansteht, das steht auch noch nicht ganz fest. Ich gehe mal davon aus, wenn er dann dieses Butterfly in der Hand hat, wird er damit irgendwelche Butterfly-Faxen-Tricks machen, so ein bisschen hin und her schleudern, wie man das eben so kennt. Das soll es von dem kleinen digitalen Unboxing schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch ein bisschen was Neues zeigen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends, Tipps und Tricks, Livestreams und Informationsvideos rund um Apex Legends verpassen wollt. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao.